Ledley fort! Ich spiele ihn zu dir! Littlefoot, ich frei, pass zu mich! Wie du willst, der ist für dich, Petri! Wir haben ihn! Petri, das nenne ich Mannschaftsgeist. Also ich nenne das Zufall. Also schön, das Tor zählt, aber vergesst nicht, das Spiel ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Ups. Spikey, schnell gib ab zu Ducky. Ich bin frei. Jap, jap, jap. Wow! Das klingt ja komisch. Ja, wo ist der hin? Hey, was ist denn das? Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer erlebt man hier. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Nicht, dass es das gibt. Man sieht gar nicht, wo das hinführt. Sieht aus wie eine riesengroße Höhle. Ich frag mich, wie groß die ist. Naja, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Los, kommt mit! Wow! Hey, seht euch das an! Oh. Los, kommt! Echt komisch, dass wir hier noch nie waren. Das gefällt mich. Das ist unser spezieller kleiner Versteckungsplatz. Solche Bäume habe ich noch nie gesehen. Das riecht gut. Igitt, ihr Blattfresser habt ja vielleicht einen komischen Geschmack. Ich glaube, die Baumleckereien schmecken. Ja, das glaube ich auch. Oh doch, oh doch. Vielleicht stimmt was mit euren Nasen nicht. Das riecht so übel, dass ich Kopfschmerzen kriege. Ich verschwinde. Warte auf mich, Chomper. Ich kann nicht auf dich aufpassen, wenn ich dich nicht sehe. Wir treffen uns alle nachher, wenn wir hier fertig sind. Hey, seht mal. Spike findet, dass die Leckereien so gut schmecken, wie sie riechen. Die schmecken super. Ich probiere gleich noch eine.
Und dann noch eine. Ja, und noch eine. Gute Freunde haben Spaß hier in jedem Fall. Gute Freunde, Baumleckereien gibt's überall. Das schmeckt wundervoll. So wie es sein soll, das ist toll. Das ganz großer Spaß. Sag es, Ducky. Jap, jap, jap. Gute Freunde lachen und toben mit dem Wind. Gute Freunde, schön, dass wir zusammen sind. Wir sollten lieber wieder zurückkehren. Ich kann's kaum erwarten, allen zu erzählen, wie toll die Baumleckereien waren. Wenn du das tust, dann wollen alle was davon abhaben. Sarah, du weißt doch, dass man sowas nicht geheim halten darf. Aber hier gibt's nicht genug Baumleckereien für alle. Wozu sollen wir es ihnen dann erzählen? Tja, ich denke, da ist was dran. Ja, selbstverständlich. Um ein paar versteckte Bäume mit Baumleckereien müssen wir doch nicht so viel Wind machen. Oh, ich glaube, ich habe zu viel gefuttert. Ducky, Spike, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Wo habt ihr gesteckt? Also, wir waren... Naja, wir haben Fangen gespielt. Ihr müsst doch furchtbar hungrig sein. Die habe ich extra für euch aufgehoben. Oh, die mag ich am liebsten. Also, je öfter wir hierher kommen, desto besser schmecken die Baumleckereien, Freunde. Gut, dass ihr so viele gegessen habt. Dann sind weniger Stinker übrig. Ach, es riecht immer noch ganz eklig. Tja, dann müssen wir wohl weiter essen. Richtig, Spike? Ducky, Spike, geht es euch auch wirklich gut? Ihr habt ja immer noch nichts gegessen. Wir haben keinen Hunger. Du und Spike? Ihr habt keinen Hunger? Genau. Vom vielen Fangenspielen sind wir irgendwie satt geworden. Mama, es gibt da etwas, was Spike und ich dir sagen. Nein. Das kann nicht sein. Nicht hier. Oh nein. Was ist los? Kinder, los! Schnellschnapper hier im großen Tal? Schnell, beeilt euch! Ducky, Spike, schnell weg hier! Schnell, nehmt die Nestlinge und die Kleinen in eure Mitte! Und der Rest folgt mir und Großvater Langhals!
Dann wollen wir den Schnellschnappern mal zeigen, dass sie hier nicht willkommen sind. Hey, ihr Schnellschnapper. Ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Mir leid, aber heute Abend geht ihr hungrig in euer Nest. Diesen Schnellschnappern haben wir es aber gezeigt. Wie sind die bloß hierher gekommen? Sie müssen einen Weg ins große Tal gefunden haben, den wir nicht kennen. Es ist schon lange her, dass sich ein Scharfzahn ins große Tal verirrt hat. Das ist eine äußerst gefährliche Situation. Die Schnellschnapper sind auch meistens mit Rotklaue zusammen. Und Rotklaue ist der größte und gemeinste Scharfzahn von allen. Wenn die hier sind, dann ist er auch nicht weit weg. Dann müssen wir herausfinden, wie die Schnellschnapper hier rein und rauskommen. Genau, und bis wir das wissen, müssen wir Tag und Nacht auf der Hut sein. Spikey, willst du noch eine? Hm? Ich hab keinen Hunger. Was ist, Spikey? Was? Da scheint ein Weg zu sein. Tja, aber wo führt der hin? Sieht euch das unglaublich. Das ist ein anderer Eingang zu unserem geheimen Plätzchen. Und er führt direkt ins geheimnisvolle Jenseits. Oh, und das ist nicht alles. Schnellschnapper-Fußabdrücke. Wenn die Schnellschnapper hier reinkommen, dann könnten sie auch den Weg ins große Tal finden. So sind sie also letzte Nacht reingekommen. Oh, mir verschwinden, mir angstlich. Was wir jetzt machen? Wir wissen, wie die Schnellschnapper ins große Tal gelangt sind. Wir müssen die anderen warnen. Aber was ist, wenn sie sauer auf uns sind? Ich denke, das Risiko müssen wir eingehen. Das war nicht nett von uns. Das ist mehr als ein Upsi. Wir müssen los und allen davon erzählen. Auch wenn Stinke sauer sie auf uns sind. Mit den Scharfzähnen war nicht zu rechnen. Es ist zu spät. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Kommt, wir sagen schnell Bescheid. Tut uns leid, wenn wir noch nicht allein Baumleckereien aufgeäst. Wenn wir nicht alles so passiert. Das ging zu weit. Es tut uns leid. Das war ganz falsch. Das war ein großer Fehler. Niemand darf die Baumleckereien in der versteckten Schlucht essen. Ihr habt also Fußabdrücke gesehen? Ja, Schnellschnapper-Fußabdrücke. Kinder, wie viele von den Baumleckereien habt ihr denn gegessen? Sehr viele. Was spielt das jetzt für eine Rolle? Diese Baumleckereien haben einen Geruch, den Scharfzähne nicht ausstehen können. Genau genommen macht sie der Geruch krank. Ja, das glaube ich. Aber wenn nicht mehr sehr viele davon übrig sind, hält der Geruch die Scharfzähne nicht davon ab, ins große Tal zu kommen. Was? Oh nein!
Großmutter, du musst die anderen warnen. Vater Dreihorn und ich untersuchen die versteckte Schlucht. Wenigstens wissen wir jetzt, wie die Schafzähne hier reingekommen sind. Oh je, es gibt nur noch ein paar Baumleckereien hier. Tja, die riechen nicht mehr sehr stark. Die halten die Schafzähne garantiert nicht fern. Wir müssen einen anderen Weg finden, die Schafzähne vom großen Tal fernzuhalten. Es ist zu spät. Die Schnellschnapper kommen zurück. Das klingt wie... Rotklaue! Entdeckt. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Littlefoot, du und deine Freunde, ihr lauft zurück und holt Hilfe. Vater Dreihorn und ich halten euch den Rücken frei. Ja, wir können die Schafzähne aufhalten, zumindest für eine Weile. Beeilt euch! Rechtzeitig zurück. Wir müssen ihnen helfen. Du hast recht. Sie werden niemals gegen die drei ankommen. Was wir können tun, wir viel zu klein. Idri, schnell! Flieg ganz nach oben zu den Bäumen und wirf so viele Baumleckereien runter, wie du kannst. Wenn die Schafzähne den Geruch der Baumleckereien nicht ausstehen können, dann reiben wir sie ihnen unter die Nase. Aber wie? Na, so wie wir immer die Bälle schießen. Worauf wartet ihr? Gemacht, Kinder. Die Baumleckereien können sie nicht ausstehen. Scheint Spaß zu machen. Werft so ein Ding zu mir.
der Eingang wirklich verschlossen werden, Großmutter? Ja, Littlefoot. Wir müssen sichergehen, dass nie wieder ein Schafzahn den Weg ins große Tal findet. Wir können niemals nicht wieder in unser spezielles geheimes Versteck. Nein, nein, nein. So, meine Freunde, der Zugang zur geheimen Schlucht ist verschlossen und das große Tal ist wieder vor den Schafzähnen sicher. Also, wir möchten uns dafür entschuldigen, dass wir alle in Gefahr gebracht haben. Wir haben den anderen nichts von den Baumfrüchten erzählt, die wir gefunden haben. Uns tut sehr, sehr, sehr leid. Das sollte euch auch leid tun. Ich bin zu alt, um mich mit Schafzähnen rumzuschlagen. Aber Papsi, wie du mit Rotklaue gekämpft hast, das war total mutig. Oh. Wer hätte das gedacht? Naja, also, das war doch nichts Besonderes. Was sollte ich machen? Ich stand Rotklaue Auge in Auge gegenüber. Man muss einen Schafzahn glauben lassen, dass man keine Angst vor ihm hat. Das ist der Trick. Also marschierte ich auf den Riesenrüden zu und schaute ihm fest in die Augen. Fliege-Dino, die Scharfzahne mit einem Haps. Und schwupps, weg er war. Wow. Das Wahrheit. Und hast du das höchstpersönlich gesehen? Oh nein, mir nicht gesehen. Onkel Tyranno kennt Blattfresser, die kennt Flieger, die andere Blattfresser kennt, die gesehen hat. Ich dachte, wir wollten uns Gruselgeschichten erzählen. Oh, ich kenne eine gruselige Geschichte aus dem geheimnisvollen Jenseits. Hm? Scharfzähne sollen diese Geschichte ihren Kindern erzählen, um ihnen Angst einzujagen. Irgendetwas Geheimnisvolles haust in der dunkelsten Höhle des geheimnisvollen Jenseits. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer erlebt man hier. Oh. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Wie gesagt, etwas Geheimnisvolles haust im geheimnisvollen Jenseits. In einer Höhle, die dunkler als dunkel ist, lebt diese gespenstische Kreatur. Man nennt sie den verborgenen Flitzer. Und weiter. Naja, der verborgene Flitzer wartet immer, bis es Nacht wird. Tiefschwarze Nacht. Wenn ihr schlaft, taucht er an eurem Schlafplatz auf. Und bevor ihr wach werden könnt, seid ihr aufgefuttert. Dann, wir müssen vorsehen vor verborgene Flitzer. Wie sieht ihm aus? Das ist ja das Problem. Niemand hat jemals einen Blick auf ihn geworfen. Was? Niemals? Wieso denn nicht? Na, weil er verborgen ist. Mehr als das.
Manchmal ist er sogar unsichtbar. Was ist denn unsichtbar? Das heißt, man kann ihn nicht sehen. Ja, aber wenn er unsichtbar ist, wie kann man dann wissen, dass er da ist? Das merkt man dann schon. Denn bevor er dich auffuttert, stößt er einen lauten und äußerst gruseligen Schrei aus, sagt man. Au! Au! Bin er unsichtbar, er vielleicht schon hier und wir nichts weiß. Das ist unmöglich. Oder nicht? Wer weiß das schon? Immer wenn du etwas siehst, aber nichts da ist, dann war das, was da war und du nicht gesehen hast, möglicherweise der verborgene Flitzer. Hey, das könnte er sein. Genau über deiner Schulter! Was ist das? Ja. Nur weil du unsichtbare Flitzer nicht siehst, heißt das nicht, dass unsichtbare Flitzer nicht da ist. Das ist nur eine Geschichte, Petri. Darum musst du keine Angst haben. Ah! Der verborgene Flitzer? Littlefoot! Littlefoot! Zeit, ins Nest zu gehen, ihr Kleinen. Oh. Alles klar, Großmutter. Dann gibt's heute leider keine Gruselgeschichten mehr. Als ob du uns damit Angst eingejagt hättest. Ruby, kann ich heute Nacht bei dir bleiben? Ich hab keine Angst, aber... Unterwegs, japp, japp, japp. Die große helle Scheibe macht alles so schön warm. Ich glaube, das ist nicht normal. Nein, nein, nein. Spikey? Hallo? Du hattest auch eine? Jap, jap, jap. Ich glaube, wir hatten alle böse Schlafgeschichten. Nein, nicht alle. War der verborgene Flitzer etwa nicht in deiner Schlafgeschichte? Wieso denn? Dreihörner haben keine Schlafgeschichten. Aber du hast doch geschlafen, also hast du auch Schlafgeschichten. Bestimmt auch vom verborgenen Flitzer. Aber Schlafgeschichten können einem nichts anhaben. Schlafgeschichten vielleicht nicht wehtun, aber verborgene Flitzer schon. Vielleicht ihr verborgene Flitzer in Schlafgeschichten gesehen, aber ich ihn genau hier gesehen, mit eigenen Augen. Aber du kannst nicht etwas sehen, das es nicht gibt, vor allen Dingen, wenn es unsichtbar ist. Also schön, Petri. Und wie sah dieser unsichtbare Gruseldino aus? Wie? Wie? Gar nichts. Petri, ich weiß, dass alles, was ich über den verborgenen Flitzer weiß, nur Geschichten sind. Einiges habe ich mir sogar ausgedacht. Weil du Geschichte ausgedacht hast, heißt nicht, dass Geschichte nicht wahr sind. Das ist wahr. Aber wisst ihr, wer besser darüber Bescheid weiß als ich? Meister Plattnase. Ich wette, er weiß, dass niemand nicht weiß, ob diese Geschichte wahr ist. Und jetzt haben sie gruselige Schlafgeschichten von dem verborgenen Flitzer. Nein, mir verborgene Flitzer gesehen, ganz in echt. Jetzt sagen Sie ihm doch bitte, dass der verborgene Flitzer nichts weiter als eine Geschichte ist. Dann ist der verborgene Flitzer wieder zurück? Hä? Hä? Verborgene Flitzer zurück? Aber wenn er nie hier war, dann kann er doch nicht zurück sein. Es gibt ihn doch nur in Geschichten. Oh nein,
Der verborgene Flitzer ist keine Geschichte. Ist er nicht? Es gibt ihn schon seit Generationen. Ja, seit ich noch ein Nestling war. Sie waren mal ein Nestling? Er geht von Ort zu Ort. Aber er bleibt nie lange, sodass niemand ihn richtig beschreiben kann. Und manchmal kommt er zurück. Manchmal jetzt? Schon möglich. Aber diesmal, diesmal will ich ihn mit eigenen Augen sehen. Das letzte Mal tauchte er in den dunklen Höhlen auf dem Berg auf. 2 Tagesreisen von hier entfernt. Sie wollen einen Blick auf ein Fantasiewesen werfen? Nicht ganz. Ich will einen Blick auf ein unsichtbares Wesen werfen. So eine Chance bekomme ich nicht noch einmal. Wenn sich einem die Gelegenheit bietet, muss man sie beim Schopfe packen. Ich will was ganz Besonderes sehen, auf Abenteuerreise gehen. Denn der verborgene Flitzer ist wahrscheinlich wieder da. Ich muss gleich los, denn es ist Zeit. Hey, das ist die Gelegenheit. Er war hier vor sehr langer Zeit. Ich muss jetzt los. Doch ist es wahr, dass man ihn nicht sieht? Ist er nur Schein? Oder ganz gemein? Man muss hingehen, dann kann man's sehen. Auf Abenteuerreise gehen ist wunderbar und wunderschön. Das ist ganz klar, doch eins musst du verstehen. Wenn du gehst, ja, dann gehen wir mit dir. Auf Abenteuerreise gehen wir. Ich möchte den verborgenen Flitzer auch gern mit eigenen Augen sehen. Das ist der einzige Weg, um ihn zu sehen. Aber du uns gesagt, dass verborgene Flitzer nicht echt ist. Wieso bist du dann so angstiglich? Petri immer so. Sachen nicht echt sein müssen, um Petri Angst zu machen. Ich möchte ihn auch gern sehen. Ich will keine Angst davor haben. Wenn du mitgehst, gehe ich auch mit. Wieso? Ich denke, du glaubst nicht daran. Aber es klingt nach einem hübschen, entspannten Spaziergang durch die Wälder. Wenn ihr wollt, könnt ihr alle mitkommen. Aber fragt erst eure Eltern, bevor wir gehen. Haltet Ausschau nach seinen Fußabdrücken, Kinder. Sie sind unheimlich groß. Mir Angst, wenn er das sagt. Und weit auseinander. Und das auch. Die Gelegenheit, den verborgenen Flitzer zu sehen, hat man nur einmal im Leben. Und wenn verborgener Flitzer uns aufäst? Tja, dann war das tatsächlich eine einmalige Gelegenheit. Ihr Nestlinge habt viel zu viel Angst. In diesen Wäldern gibt es nichts, wovor man sich fürchten muss. Und wie ist es hier? Und wie sieht's aus? Alles bestens. Gehen wir weiter. In dieser Art Wald fühlt sich der verborgene Flitzer wohl. Selbst die Baumsterne hatten wohl vor ihm Angst. Auch wenn sie ihn nicht wirklich gesehen haben. Damals war ich nicht viel älter als ihr Kinder. Hat er gesagt, selbst die Baumsterne hatten vor dem Flitzer Angst? Verborgener Flitzer. Ah, da ist er ja. Ja, da ist er. Spikey!
schläfst, dann kommen wieder die Schlafgeschichten. Hm. Ach, wenn ich doch nur so wie Zera keine Schlafgeschichten hätte. Angst zu haben ist was für Angsteier. Angst zu haben ist was für Angsteier. Doch, da ist nichts, wovor ich Angst haben muss. Aber du hast Angst. Oder etwa nicht, Zera? Zera ist ein Angstei, Zera ist ein Angstei, Angstei, Angstei. Zera ist ein Ich Angstei. Bin kein Angstei, klar? Drei Hörner haben keine Schlafgeschichten. So. Hattest du etwa eine Schlafgeschichte? Nein, ihr habt mich erschreckt, das war's. Hast du gut geschlafen, Zera? Du siehst müde aus. Warum sollte ich müde sein? Es ist nicht so, dass ich Schlafgeschichten hatte. Denn drei Hörner... Drei Hörner haben keine Schlafgeschichten, schon klar. Ganz genau, so ist es. Was war das? Der verborgene Flitzer. Er ist ganz in der Nähe. Verborgene, borgene Flitzer. Das ist der verborgene, borgene Flitzer. Sein Leben ist geheimnisvoll und Petri ängstlich ganz viel doll. Doch ihn zu sehen wär wundervoll. Verborgene Flitzer. Bleibt dich zusammen bei mir, allesamt. Wir sind nahe dran. Habt keine Angst vor dem Biest. Ich bin da, denn alles wird gut. Doch seid auf der Hut. Verborgene, borgene Flitzer. Das ist der verborgene, borgene Flitzer. Vielleicht können wir ihn endlich sehen. Ich würde lieber nach Hause gehen. Er ist bestimmt nur halb so schlimm. Verborgene Flitzer. Also, wenn wir keine Spur finden, dann wir auch nicht finden verborgene Flitzer. Ich hab was entdeckt. Oh je, Mini. Diese Äste sind auf eine Art zerbissen worden, wie es nur der verborgene Flitzer tut. Und seht mal, da, Fußabdrücke. Gehen wir. In die Höhle rein? Wir finden den verborgenen Flitzer nicht, wenn wir ihn nicht suchen. Du hast doch wohl nicht etwa Angst, oder Zera? Micha, Angst, mich warten hier draußen. Schon gut, schon gut. So viel besser. Ah,
Also, wo kann er sein? Vielleicht ist er nirgendwo, weil es so etwas wie einen verborgenen Flitzer gar nicht gibt. Verborgene Flitzer! Na, was ist das? Das muss er sein. Mein ganzes Leben lang wollte ich ihn sehen. Und jetzt habe ich es fast geschafft. Er wird uns auffressen! Verborgener Flitzer, warte! Ach, jetzt ist er weg. Noch nie war jemand so dicht an dem Flitzer dran. Das ist doch schon was, oder nicht? Vielleicht kriegen wir ihn ja noch. Meister Plattnase, zuerst mal müssen wir Zera finden. Zera! Zera? Zera! Wo steckst du? Er ist weg, du kannst wieder rauskommen. Verborgene Flitzer wieder weg, glaub ich. Wo würde Zera hingehen, wenn sie von hier weggehen wollte? Ich war so nahe dran. Tut mir leid, Meister Plattnase. Zera! Ich bin schuld, dass Sie den verborgenen Flitzer nicht sehen konnten. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ich bin ein riesengroßes Angstei. Ich hab auch Schlafgeschichten und das ganze Zeug. Hättest du uns doch sagen können, dann hätten wir es gewusst. Wir sind trotzdem deine Freunde. Aber Dreihörner müssen doch immer tapfer sein. Dass du Angst hast, bedeutet nicht, dass du nicht auch tapfer sein kannst. Ach, meinen Sie? Na ja, der Tapfere überwindet seine Angst. Das heißt, er stellt sich seinen Ängsten, so wie deine Freunde. Trotzdem sie große Angst hatten, sind sie mitgekommen, um den verborgenen Flitzer zu finden. Dann sind sie ja tapferer, als ich es bin. Ich habe nur den Schatten des verborgenen Flitzers gesehen und schon bin ich weggelaufen wie... Wow, es gibt ihn ja tatsächlich. Und ich habe ihm in die Augen gesehen. Ich kann es nicht fassen. Die Geschichte, die ich mir ausgedacht habe, war gar nicht ausgedacht. Seht ihn euch an. Der hat ganz viele schöne Farben. Ist denn das zu glauben? Meine Angst hat mich davon abgehalten, ihn zu sehen. Mir nicht glaube, dass mir nicht weggefliegt. Nein, nein, nein. Hallo, ich bin Zera. Er hat sich unsichtbar gemacht. Er ist gar nicht richtig verschwunden. Er hat sich angepasst, seht doch. Er ist immer noch da. Aber die Farben auf seinem Körper passen genau zu den Baumsternen. Verborgene Flitzer gar nicht unsichtbar. Er nur veränderlich. Vielleicht hat derjenige, der als erster meine Geschichte erzählt hat, gesehen, wie er unsichtbar wurde, ohne zu verstehen, wie er das gemacht hat. Ja, ganz genau. Danke, dass Sie uns den verborgenen Flitzer gezeigt haben, Meister Plattnase. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal erleben darf. Ich hatte ihn mir ganz anders vorgestellt. Also, er sah völlig anders aus als in meinen Schlafgeschichten. Jap, jap, jap. Ich bin froh, dass wir ihn alle gesehen haben. Und ehrlich gesagt, hatte der verborgene Flitzer mehr Angst vor uns, als wir vor ihm. Genau. Ihr hattet gar keinen Grund, vor ihm Angst zu haben. Was ist das? Es gibt immer irgendetwas, wovor unser Petri Angst hat. Doch. Das leider war, ja. Komm mit, komm mit, komm!
einen Zahn zu. Sieh mal da. Fliegende Steine. Das ist der größte fliegende Steinesturm, den ich je gesehen habe. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer lebt man hier. Oh, und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Schon wieder einer. Ich frage mich, wie viele das sind. Oh, mir aufgehört mit Zählen. Das ist ein gewaltiger fliegender Steinesturm. Ja, ganz ohne Frage. Alles in Ordnung, Ruby? Oh, Entschuldigung, ich hatte gerade so ein komisches Gefühl wie eine Erinnerung. Aber ich erinnere mich nicht, ob ich mich daran erinnere oder nicht. Seht mal, jetzt kommt ein ganz großer runter. Was war's wohl mit den fliegenden Steinen, Ruby? Das hoffe ich, Chomper. Das hoffe ich. Ihr seht müde aus, Kinder. Ihr habt euch wohl die ganze Nacht lang die fliegenden Steine angesehen, was? Aha. Ja, ja, ja. Ich denke, heute Nacht wird es noch mehr fliegende Steine geben. Noch mehr fliegende Steine? So ist es. Deshalb nennt man sie auch die Nächte der fliegenden Steine. Was? Die Nächte der fliegenden Steine? Hä? Ja, genau, Kinder. Und das aus gutem Grund. Das Schauspiel, das ich meine, sieht man nicht jeden Tag. Am Himmel fliegen Steine, was ich sehr gerne mag. Ein jeder kann sie sehen, die Nacht wird leuchtend hell. Deshalb müsst ihr nicht ängstlich sein, das vergeht wieder schnell. Seht's euch an, sie ziehen ihre Bahn. Seht's euch an, nächtelang leuchten sie dann. Seht's euch an, man sieht sie dann und wann. So ein, zwei Nächte oder drei, dann ist es vorbei. Schnell vorbei. Ach ja, ich erinnere mich. Ich habe die Nächte der fliegenden Steine schon einmal erlebt. Ach ja? Ja. Ich war noch ein Nestling und lebte im geheimnisvollen Jenseits. Ich habe meine Mama gesucht. Mami? Mami? Ruby, wo bist du denn nur? Sie kann nicht weit weg sein. Wenn ihr nun etwas passiert ist. Wir finden sie. Ruby! Mami, wo warst du denn? Ich hab dich gesucht, aber ich hab dich nirgendwo gesehen. Ich konnte dich auch nicht finden, aber ich verspreche dir, dass das nie wieder geschieht, mein Kleines. Wenn wir das zerklüftete Tal passieren, kommen wir zu einer Felshöhle, in der du sicher bist. Und wenn so etwas nochmal passieren sollte, dann läufst du sofort hierher und ich mach dasselbe. So können wir uns nicht verlieren. In der nächsten Nacht gab es noch mehr fliegende Steine und wir waren alle zusammen in der Felshöhle. Und jetzt passiert es wieder. Das heißt, ich muss zu dieser Felshöhle zurückkehren.
Nicht jetzt, Ruby. Wenn die fliegenden Steine im geheimnisvollen Jenseits aufschlagen, können sie ein Feuer verursachen. Feuer? Im geheimnisvollen Jenseits gibt es nicht so viel Wasser wie hier bei uns. Ein Feuer kann dort sehr gefährlich sein. Aber wenn es gefährlich ist, dann findet meine Familie in der Felshöhle Schutz. Ich muss hingehen, um sicher zu sein, dass es ihnen gut geht. Das ist viel zu gefährlich, Ruby. Petri hat recht. Ja, das ist ziemlich gefährlich. Oh ja, oh ja. Ich denke, ich muss ein bisschen nachdenken an meinem Nachdenkungsplätzchen. Ich weiß, es kann gefährlich sein, wenn ich gehe. Aber ich werde mich nie wohlfühlen, wenn ich nicht wirklich weiß, dass es meiner Familie gut geht. Hallo. Ist da jemand? Oder bin ich ganz allein? Du bist nicht allein. Oh nein, nein, nein. Ducky, du hättest nicht den weiten Weg herkommen sollen. Und dann noch ganz allein. Aber ich bin nicht allein. Ich war bei deinem Nachdenkungsplätzchen, aber da warst du nicht. Also bin ich deiner Spur mit meiner Schnüffelnase gefolgt. Du hättest uns sagen müssen, dass du weggehst. Wir möchten dir doch helfen. Aber ich muss mich beeilen und ich bin am schnellsten, wenn ich allein bin. Ruby, es ist zu gefährlich, allein zu gehen. Ja, das ist es, das ist es. Also kommen wir mit dir mit. Aber ich möchte nicht, dass meinen Freunden etwas passiert, weil sie mir helfen wollen. Dann wird mir nichts passieren und dir wird nichts passieren und uns allen wird nichts passieren, weil wir zusammen sind. Also, ich finde, das klingt logisch. Mitkommen wollt, dann müsst ihr schneller mitkommen. Wir machen ja schon so schnell, wie wir können. Oh ja, oh ja. Verbrannten Bäume verbrannten, als ich das letzte Mal hier war. Sind wir bald endlich bei deiner Höhle? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich weiß, wo die Höhle war, aber ich weiß es nicht ganz genau. Ist ja auch schon sehr lange her. Da warst du noch viel kleinerer als jetzt. Naja, aber wir kommen garantiert nicht an, wenn wir es nicht wenigstens versuchen. Da lang! Dieser Ort irgendwie bekannt vor. Das liegt daran, dass wir im Kreis gegangen sind. Es wird bald dunkel, Ruby. Dann müssen wir uns beeilen. Wenn die Höhle bei Licht schwer zu finden ist, dann ist sie im Dunkeln noch schwerer zu finden. Vielleicht hilft dir ja eine kleine Pause, dich etwas besser zu erinnern. Nein, ich werde weitersuchen, so lange, bis mir die Augen zufallen. Thank you.
Nase hatte recht, auch in dieser Nacht kommen die fliegenden Steine wieder. Also im geheimnisvollen Jenseits sehen sie gar nicht so gefährlich aus. Siehst du die da, Spikey? Spikey? Wo ist der denn hin? Spikey? Spike, wo steckst du? Hey, Spikey, komm zurück! Nicht zu laut! Ich habe mir Sorgen um dich gemacht, Spikey. Na schön, ruhen wir uns aus. Sie kommen immer näher. Aua! Ruby hat sich den Fuß verletzt. Glück gehabt. Sie haben bestimmt gehört, wie du nach Spike gerufen hast. Ja. Ihr hättet auf mich hören sollen. Warum seid ihr nicht zu Hause geblieben? Psst, sie kommen wieder zurück. Wo sollen wir denn jetzt hin? Hierher! Hier lang! Ah. Worauf wartet ihr denn noch? Oh. Sind wir hier? Oh. In Sicherheit, bedankt euch später. Hm? Mir nach! Ich bin Skip. Ich habe gesehen, wie euch die beiden Hohlköpfe verfolgt haben. Ich kann die Typen nicht ausstehen. Mein ganzes Leben lang renne ich vor denen weg. Lebst du hier mit deiner Familie? Ich habe keine Familie. Weiß nicht mal, wer meine Eltern sind. Rotklaue hat sie schon vor langer Zeit erwischt. Zumindest glaube ich das. Oh. Die haben gemerkt, dass sie euch verloren haben. Hier lang! Kralle und Klaue, die suchen uns immer noch. Die werden euch nicht finden. Niemand kennt das geheimnisvolle Jenseits so wie ich. Kennst du vielleicht die Felshöhle in der Nähe vom zerklüfteten Tal? Die Felshöhle? Los, schnell, kommt mit! Der bewegt sich noch schneller, als er redet. Was sagst du jetzt? Das zerklüftete Tal? Da ist die Felshöhle. Oh, ich danke dir, Skip. Sag ich doch. Ich kenne mich hier aus. Kommst du nicht mit uns mit? Ich bin schneller, wenn ich allein bin. Und ich muss noch viel erledigen, hab viel vor. Zurück jetzt in die Richtung. Alles klar. Danke, Skip. Oh ja, die Felshöhle. So hatte ich sie in Erinnerung. Wow, ist ganz nett hier. Jap, jap, jap. Aber wo ist meine Familie? Habt ihr sie gesehen? Nein, nein, nein.
Warum sind sie nicht hier? Hä? Was war das? Ruby, bist du das Kind? Ich bin es, oh ja. Ruby? Unsere Ruby. Sie ist es wirklich. Wir hatten nicht erwartet, dass hier jemand ist. Vor allen Dingen nicht du, meine kleine Ruby. Aber wir sind froh, dass du da bist. Ich bin auch ganz doll froh, dass ihr da seid. Ich bin sehr glücklich, ihr seid in Sicherheit. Wie schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr glücklich seid. Fliegende Steine machten mir große Sorgen. Sie sind mit Feuer heruntergekracht. Drum bin ich hier. Ich wollte sehen, wie es euch geht. Ich hab mir große Sorgen gemacht. Ich bin so glücklich, dass wir hier zusammen sind. Ich... Das ist Rotklaue. Kommt schnell, hier lang. Ach, Ruby, ich freue mich so, dich zu sehen, meine Kleine. Aber du hättest nicht herkommen sollen. Das ist zu gefährlich. Das haben meine Freunde auch gesagt. Aber sie sind trotzdem mitgekommen. Das sind sie, ganz ohne Frage. Oh, sie müssen dich wohl sehr ins Herz geschlossen haben. Ja, es ist fast so, als wären sie auch meine Familie. Ja. Wir sind eine große Talfamilie. Ja, das sind wir. Oh, vielen Dank, Ducky. Chopper. Spike. Jetzt weiß ich, dass es euch gut geht und kann wieder zurückgehen. Ich muss Chomper helfen, herauszufinden, wie man das geheimnisvolle Jenseits vor Rotklaue beschützen kann. Wir werden hier immer für dich da sein, Ruby. Ja, ich weiß. Ich bin wieder da, wenn ich zurückkehre. Gekommen sind. Oh, danke, ich. Oh nein! Schnell, Freunde, hier lang!
Petri? Was macht Petri denn hier? Mir helft euch deswegen hier, schnell! Mir Weg zu sicheren Platz gesät. Großvater Langhals? Auf mit euch! Na komm, Skip, du auch! Ich hab dich! Und hoch geht's! Ihr seid gerettet! Oh. Littlefoot! Petri? Zera! Wir haben uns Sorgen um euch gemacht, deswegen sind wir euch gefolgt. Ich wusste, wir finden euch nie, wenn wir nicht hier raufsteigen. Wir euch gefindet, aber dann fängt die Feuer an. Habt keine Angst. Wir kehren zurück, sobald das Feuer nachgelassen hat. Na also, das Feuer ist schneller gelöscht, als ich dachte. Da haben wir aber so für ein Glück, löscht das Feuer schnell aus. Toll. Juhu! Hurra! Skip, du bist im großen Tal herzlich willkommen. Japp, japp, japp. Ach, meinst du wirklich? Ich meine, ich habe keine Familie, bei der ich bleiben kann. Glaub mir, Skip. Im großen Tal zu leben ist, als ob man mit einer großen Familie zusammenlebt. Ist, wenn ich sie sehe. Zera? Ich bin nicht sicher, ob das wirklich eine Abkürzung ist! Ja! Starke Abkürzung. Naja, ich hatte recht. Hey, sieh doch mal. Ich glaube, diese Herde kenne ich. Ja, ich auch. Das ist Ellie. Ellie ist wieder zurück. Wir müssen zu ihr hin. Ich wünschte, wir hätten eine Abkürzung. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer erlebt man hier. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Littlefoot! Zera! Super, dass du wieder zurück bist.
Hey, ich hab dich so vermisst. Ich hab dich auch vermisst, Ellie. Wir haben uns lange nicht gesehen. Oh ja. Und, wie geht's dir? Hast du viel erlebt? Wollen wir Fangen spielen oder Wasserspritzen an einer Wasserstelle? Oder vielleicht verstecken? Egal, was du willst, wir spielen es. Stimmt's, Littlefoot? Ja, genau. Los, komm! Ellie! Was ist denn, Ellie? Komm schon! Hey, Ellie! Eigentlich habe ich einen neuen Freund, mit dem ich spiele. Das geht klar. Der kann auch mitkommen. Ich glaube nicht, dass Red das will. Er will nicht mit uns spielen? Wer ist dieser Red überhaupt? Ich bin Red. Na und? Ich bin Zera und das ist Littlefoot. Wir sind Ellies alte Freunde. Sag's ihnen. Red ist ein mutiger Dino. Aber er spielt nicht mit Kindern, die er nicht kennt. Das klingt aber nicht sehr mutig. Oh. Ach, was du nicht sagst, Lilliput. Mein Name ist Littlefoot. Na und? Ich bin Red, der tapfere Retter. Der Held der Herde, der Schafzahnangsteinjager. Der Held der Herde? Der Schafzahnangsteinjager? Die Schafzähne, die wir gesehen haben, haben nicht mal Angst vor Feuersteinen, Erdrütteln oder rauchenden Bergen. Geschweige denn vor kleinen Langhälsen. Aber vor mir schon. Erzähl ihnen alles von deinen Abenteuern, Red. Während ihr an Muttis Schwanzzipfel hängt und im großen Tal in Sicherheit seid, bin ich im geheimnisvollen Jenseits und beschütze meine Herde. Bleib zurück! Red der Retter macht das schon! Die hatten Angst vor diesen fliegenden Steinen. Ein anderes Mal war die Herde auf der Flucht. Bringt euch in Sicherheit! Ich lasse nicht zu, dass sie euch etwas tun! Das war echt knapp. Wer es glaubt, wird selig. Wenn's doch stimmt. Ich hab auch mal mit meinem Schwanz einen steilen Steinhang gebaut, über den die Schafzähne nicht rüberklettern konnten. Heute gibt's kein Fressen für euch. Jetzt seid ihr in Sicherheit. Wir können weitergehen. Tja. Sowas habt ihr bestimmt noch nicht gehört. Ich glaube, wir haben genug gehört. Das waren doch nur Geschichten. Warst du denn dabei, als diese Dinge passiert sind, Ellie? Nein. Das war, bevor unsere Herden sich vereinigten. Und du glaubst wirklich, dass er einen Steinhang mit seinem Schwanz gebaut hat? Während er von Schafzähnen angegriffen wurde? Oh... Also, der Steinhang war eigentlich schon fast fertig, aber den Rest habe ich allein gebaut. Seht ihr? Er hat ihn fertig gebaut. Ein Steinhang? Das ist ziemlich schwer zu glauben. Ihr seid doch nur neidisch, weil ihr keine Steine mit eurem Schwanz rollen könnt. Los, komm, Zera. Ich glaube, wir sind nicht mutig genug, um mit Ellie zu spielen. Wollen wir Rettung spielen? Von mir aus. Ich fasse es einfach nicht, dass Ellie ihm diese frechen Lügengeschichten abkauft. Wir waren ihre Freunde. Das ist nicht fein. Er kann nicht ihr Freund sein. Wie gemein. Alles ist nur frei erfunden. Und ich glaub ihm kein Wort. Er will mutig sein, jagt Schafzähnen Angst ein. Kann nicht sein, er fällt vor Furcht in den Modderdreck. Seinen Schwanz, den klemmt er ein.
weg. Was er erzählt, das stimmt doch alles nicht. Das ist doch klar. Aber wie beweisen wir, dass ihr? Er lügt sie an und sie glaubt dran. Wir brauchen einen Plan. Und dann hat er gesagt, er hätte einen Steinhang mit seinem Schwanz gebaut. Oh, Red mutig. Mich will ihn treffen. Nein, Petri. Red denkt sich Geschichten aus und Ellie glaubt, sie wären wahr. Ellie hält ihn für tapfer und mutig. Aber das ist er nicht. Das macht mich so wütend. Ja, ich bin auch sauer. Tja, je länger ihr wütend seid, desto weniger glücklich seid ihr. Also, was wir tun? Keine Ahnung, Petri. Aber irgendwie müssen wir Ellie die Wahrheit beweisen. Genau. Ich könnte ja Ellie noch mal sagen, dass Red sich diese Geschichten nur ausdenkt. Gut und schön, aber wenn sie dir wieder nicht glaubt? Was, wenn Red dich mit Schwanzschlägen haut? Wir müssen Ellie zeigen, dass Red nicht so tapfer ist, wie er behauptet. Ja, ich würde gern mal sehen, was Red macht, wenn ein richtiger Schafzahn auftaucht. Wartet mal. Was ist, wenn wir dafür sorgen, dass er einem richtigen Schafzahn gegenübersteht? Was? Du willst einen echten Schafzahn in unser großes Tal bringen? Ich weiß nicht, ob dieser Plan wirklich ein guter Plan ist. Für meinen Plan will ich einen Schafzahn benutzen, der schon lange hier ist. Schafzahn hier in Großes Tal? Ja, er ist genau unter uns. Du meinst mich? Aber Chomper ist nett. Das ist er, das ist er. Wir wissen, dass Chomper nett ist, aber das weiß man nicht, wenn man nicht weiß, wie nett er ist. Und Ellie und Red sind Chomper bisher noch nicht begegnet. Richtig. Und so wird die Sache ablaufen. Chomper jagt uns und tut so, als ob er ein furchteinflößender Schafzahn wäre. Dann läuft Littlefoot zu Red und sagt, du musst uns vor dem Schafzahn retten. Wenn Red dann ängstlich wegläuft, wird Ellie sehen, dass er nur geflunkert hat. Seht ihr? Wenn wir es richtig anstellen, wird es funktionieren. Ich kann sehr gut ängstlich schreien. Japp, japp, japp. Oh, ich auch sehr gut in ängstlich sein. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollten. Komm schon, Littlefoot. Das ist ein steinstarker Plan. Was kann denn da schon schiefgehen? Tja, was hältst du davon, Chomper? Ich glaube, das wird mir Spaß machen. Naja, solange niemand verletzt wird. Hier wird niemand verletzt. Wir tun doch nur so, als ob es gefährlich ist. Also dann tue ich jetzt mal einfach so, als ob ich meine Freunde aufessen möchte. Freunde zum Essen. Ich tu, als würde ich Freunde essen. Der Schafzahn will Dreihornfilet und Littlefoot Gelee. Das ist sicher lustig, wenn der knabbert dich am Zahn. Doch das ist etwas, das gar nicht geht. Gute Freunde essen. Freunde zum Essen. Wer will denn schon Freunde essen? Wer steht schon auf Spiken als Beak und Entenbiskuit? Vielleicht ist Red ja der Hit. Igitt! Du weißt, du hast nie mehr Glück. Hast du Freunde zum Essen? Das kannst du vergessen. Freunde essen. Meine Freunde zum Essen. Und Littlefoot, was sagst du jetzt? Ja, das könnte Ellie zeigen, dass Red gar nicht so mutig ist. Also schön, packen wir es an.
bereit? Und los! So geht das nicht. Ihr müsst tun, als ob ihr Angst habt. Und du musst furchteinflößend klingen, klar? Jetzt seid doch mal ernst, Freunde. Nochmal von vorn. Ah, er hungrig, mir angstig. Und ich bin noch viel ängstlicherer. Hilfe! Jemand muss uns vor ihm retten. Perfekt. So, und jetzt kommt dein Auftritt, Littlefoot. Los! Versuchen wir es noch einmal von vorn. Ah! Er hungrig, mir angstecklich. Und ich bin noch viel ängstlicherer. Wir brauchen Hilfe, jemand muss uns retten. Komm, Red, hilf mir, sie zu retten. Perfekt. Und jetzt wird's ernst. Zeigen wir Ellie, wie Red wirklich ist. Los, komm, spielen wir Rettung. Schon wieder? Wollen wir nicht lieber Fangen spielen oder Verstecken? Hä? Oder im Wasser rumplanschen? Wir spielen Rettung. Los, ruf um Hilfe. Du klingst irgendwie anders. Das war ich auch nicht. Das war jemand, der wirklich Hilfe braucht. Schnell, rette ihn, Red! Hilfe! Ah! Er hungrig, mir angstiglich. Und ich bin noch viel ängstlicherer. Jap, jap. Wir brauchen Hilfe. Jemand muss uns retten. Wer verfolgt euch? Wer hat Hunger? Na, der da! Schaufzahn! Worauf wartest du noch? Red, mach schon! Rette uns! Los, Red! Wir müssen sie retten! Rettet euch doch selber! Ich verschwinde! Was ist hier los? Wir wollten dir zeigen, dass Red gar nicht so mutig ist, wie er immer behauptet. Das Ganze war nur ein Spiel. Aber der Schafzahn, wo kommt der her? Oh, entschuldige, Ellie. Das ist Chomper. Hi, Ellie. Ich wollte dir keine Angst einjagen. Ihr seid mit einem Schafzahn befreundet? Oh, jap, jap, jap. Chomper und Ruby leben in den geheimen Höhlen. Naja, das ist eine lange Geschichte. Und eine Sache ist sicher, wir haben keine Angst, mit Chomper zu spielen. Na, was meinst du? Willst du mit uns spielen? Ja, natürlich. Ich glaube, Red ist doch nicht so mutig, wie er immer behauptet. Wo ist er eigentlich hingerannt? Wir müssen den gefährlichen Schafzahn aus dem großen Tal verjagen! Auf ihn! Wir müssen Chomper retten! Aber wir können die Herde nicht stoppen. Oh nein, nein, nein. Wir müssen es versuchen. Flieg hoch und halt Ausschau, wo sie hinlaufen.
Da, er rennt weg. So, jetzt haben wir ihn. Schnappt ihn euch! Wir sehen ihn. Er nah bei die große Steinwand. Gut, dann nichts wie hin. Der Schafzahn? Davon habe ich ja noch nie gehört. Ein Schafzahn? Er ist ein Schafzahn. Wen interessiert, ob er spricht? Er muss ja weg. Uns bleibt nichts anderes übrig. Älteste! Warte! Jumper ist unser Freund. Er lebt hier. Er könnte nie jemandem wehtun. Aber er hat euch doch gejagt. Ihr habt um Hilfe gerufen. Sie wollten mir nur zeigen, dass Reds Geschichten bloß Märchen sind. Was soll denn das bedeuten? Er hat erzählt, dass er seine Herde vor vielen Schafzähnen gerettet hat, bevor wir ihn getroffen haben. Red, komm mal her. Ja? Hast du diesen Kindern etwa Flunkergeschichten erzählt? Ist schon gut, Red. Ja, das hab ich. Tut mir leid. Hört mal, das ist eine ernste Angelegenheit. Seht ihr, was passiert, wenn ihr euch gegenseitig reinlegt? Ja, ist schon klar. Für euch war das vielleicht ein Scherz, aber ein Scharfzahnangriff ist alles andere als lustig. Es tut uns allen wirklich sehr leid, Älteste. Und was dich betrifft... Ja? Ich weiß nicht, wie du so viele Freunde hier im großen Tal finden konntest. Aber es ist eine gute Sache. Langhälse, mir nach! Jetzt können wir spielen. Ja, das können wir. Ja, Jap. Mir nicht, wenn wir Fangen spielen. Also, ich bin fix und fertig. Hey, Red. Wollen wir Fangen spielen? Aber alle meine Abenteuer waren doch erfunden. Das heißt nicht, dass wir nicht neue Abenteuer erleben können. Na komm schon, Red. Worauf wartest du noch? Oh, ihr seid wirklich die Schärfsten. Alles klar, Spikey. Du bist dran. Da sind Felsen.
kann gar nicht hinsehen. Was ist jetzt? Hey, worauf wartet ihr noch? Ich hab sie erst gestern entdeckt. Super tolle Höhle, was? Das gibt's doch nicht. Ruby, Spike und Sierra werden Augen machen, wenn sie das sehen. Ja, mir nicht glauben, dass sie lieber gehen zu Matcha Pappefuhl und nicht mit uns geht. Ich glaube, sie sind da lang gegangen. Das klingt ja wie hip. Du, raus hier, mir nicht mag hip. Nein, Petri, hier geht's lang. Hey, wartet auf mich. Hey, Freunde, wer ist Hip und wieso laufen wir vor ihm weg? Hip und seine Freunde Dussel und Schnarcher sind die größten Ärgermacher im großen Tal. Manchmal können sie ganz schön gemein sein. Oh ja, das können sie, das können sie. Sie sind hier irgendwo, ich kann sie hören. Hier, der Weg sieht gut aus, ja, der sieht gut aus. Vorsichtig, nicht, dass wir auf eins von diesen Eiern treten. Eier? Was denn für Eier? Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer lebt man hier, oh, und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit, vor unserer Zeit. Freunde, das sind nicht nur irgendwelche Eier, das sind Schnellschnapper-Eier. Schnellschnappers? Schnellschnapper sind Schafzähne. Machen wir Rührei draus. Hey, das könnt ihr nicht machen. Rühr sie nicht an. Nicht machen. Nein. Wir haben sie gefunden, also können wir entscheiden, was wir mit ihnen anstellen. Seid ihr sicher, dass das, was in den Eiern ist, euch nicht fressen will? Naja, sie sind noch nicht geschlüpft. Aber wir können Schafzahneier nicht so dicht beim großen Tal lassen. Es ist zu gefährlich. Dann bringen wir sie weg. So weit weg vom großen Tal, wie es nur geht. Aber wir können die Eier doch nicht von ihrer Mutter wegnehmen. Oh, nein, nein, nein. Was ist, wenn Eiermami kommt und nach die sieht? Ich hab ne Idee. Wir benutzen Petri als Lockvogel für die Schnellschnappermutter. Dann kann der Rest von uns ne Fliege machen. Das ist eine ganz schön gemeine Idee. Oh ja, oh ja. Was denn? Er kann fliegen, wir nicht. Wartet, Hip hat mich auf eine Idee gebracht. Oh nein. Ach ja? Hört zu, eine Mutter wird immer ihren Eiern folgen, richtig? Also können wir mit Hilfe der Eier die Mutter vom großen Tal weglocken. Und Schnellschnapper uns folgen. Mit Absicht, Dick. Du hast sie doch nicht mehr alle. Das hast du gut gesagt, Hip. Ja, der hat einen Knall. Die Schnellschnappermutter verfolgt uns, egal wo du die Eier hinrollst. Genau, darum geht's ja. Also für mich ist das eine Schnapsidee. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn wir die Eier wegbringen wollen, brauchen wir jede Hilfe, auch eure. Wenn ihr nicht helfen wollt, könnten die Schnellschnapper jemandem von uns wehtun. Vielleicht tun sie auch euch weh. Und das wollt ihr doch nicht zulassen, oder? Ah, na schön, wo ist mein Ei? Müssen die Eier an einen Ort legen, der so ähnlich ist wie dieser. In dem großen Berg da ist eine Höhle, die ist gerade richtig. Na schön, bringen wir die Eier dahin. Aber das...
Das ist ganz schön sehr weit weg. Je weiter, desto besser. Oh ja. Es bewegt. Ob der Nestling jetzt schlüpft? Nein, noch nicht. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit, bevor es losgeht. Ein Schlafzahn! Vielleicht ist das die Mutter, die nach ihren Eiern sucht. Klingt, als wäre sie ganz in der Nähe. Dann sollten wir uns beeilen. Los, kommt! Ich hab ja gesagt, sie ist in der Nähe. Ist sie das? Ist das die Eiermutter? Ich würde sagen, ja. Und sie will ihre Eier zurückhaben. Na schön. Hip und ich werden sie ablenken. Und die anderen versuchen, den See hinter den Bäumen zu erreichen. Da treffen wir uns dann. Jetzt komm schon, Hip, reiß dich zusammen. Hey, hier drüben sind wir. Sieh mal, was wir hier haben. Schnell, renn zu den Bäumen. Wir beeilen uns. Nicht mehr zurücksehen. Los, mir nach. Und vorsichtig mit diesem Ei. Wenn es kaputt geht, wäre das gar nicht schön. Ich weiß nicht, ob diese Sache auch gut geht. Was ist, wenn die Schnellschnappermutter uns fressen will? Lassen wir doch die Eier hier und laufen weg. Wir sind zu dicht am großen Tal, unserem Zuhaus. Sie rollt sie garantiert zu uns zurück. Lauft nicht davon. Wir schaffen schon. Oder habt ihr Angst? Angst? Ich hab keine Angst. Hast du Angst, Dussel? Na ja, vielleicht. Ich meine, nein, ich hab keine Angst. Schön, dann machen wir uns an die Eierarbeit. Ich hoffe, Littlefoot und Hip passiert nichts. Tolle Idee. Wir sitzen in der Falle. Und was wollen wir jetzt machen? Ich hab da was vor. Vielleicht noch so eine tolle Idee, wie in die Schlucht zu laufen? Halt die Klappe, Hip, ich muss nachdenken. Ich sag dir, was wir machen. Wir lassen das Eis außen und zischen ab. Wir lassen das Ei nicht im Stich. Ich verschwinde. Hat er sie abgelenkt. Das ist meine Chance. Nein! Verzieh dich! Nein! Hau ab! Lass mich in Ruhe! Halt durch!
dich, Hip! Schon gut. Also, danke gleichfalls. Was das? Ihr habt es geschafft. Oh ja, ihr habt es geschafft. Wir haben zusammengehalten. Das war super gut. Was stehen wir denn hier rum wie angewurzelt? Wenn wir uns in drei Gruppen aufteilen, dann kann die Schnellschnappermutter uns schlechter verfolgen. Mir reicht's. Ich habe keine Lust mehr, ein Leckerbissen für die Schnellschnapper zu sein. Geht in Richtung Tal an der düsteren Weide vorbei. Als nächstes seid ihr die Schnellschnapperköder. Das ist gute Idee. Wir sehen euch im Tal. Viel Glück, Chomper. Keine Sorge, Littlefoot, das schaffen wir schon. Denn ich weiß, wie Schafzähne denken. Es geht am schnellsten, wenn wir direkt durchs Wasser gehen. Bist du bereit, Dussel? Oh. Hey, alles wird gut. Wir brauchen nur irgendwas, das schwimmt für das Ei. Für mich brauchen wir auch irgendetwas, das schwimmt. Was soll das heißen? Ich bin kein sehr guter Schwimmer. Kein Problem. Ich bin auch nicht gerade der beste Schwimmer. Wollen mal sehen. Das müsste gehen. Jetzt komm, Dussel. Wenn du dich hier dran festhältst und strampelst, dann passiert nichts. So wie ich, siehst du? Hey, Chomper! Warte auf mich! Hilfe! Ich komm ja schon! Pack mein Hinterteil, los! Oh nein, das Ei! Ich hab es! Gut gemacht, Partner. Ja, hab ich gut gemacht. Ja. Wir haben's geschafft. Jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass uns die Schnellschnappermutter folgt. Vielleicht kann sie ja auch nicht schwimmen. Ich mach sie auf uns aufmerksam. Oh, schnell rauf damit! Beeile dich, Dussel! Zur Weide geht's da lang! Mir weiß nicht, ob Eitragen gute Idee ist. Petri, es kann dir doch nichts tun. Das ist doch nur ein Ei. Das ist es. Ja, das ist es. Mir nicht Angst vor die Ei, mir Angst vor die ganze geheimnisvolle Jenseits. Oh nein! Das ganz schön knapp. Jetzt hilf mir, Hip.
Das Ding ist verdammt schwer. Mach ich doch. Sei froh, dass ich überhaupt hier bin. Schnellschnapper-Eier wegbringen, das ist doch verrückt. Aber es muss getan werden. Und es hilft unserem großen Tal. Ha, wir wären nicht in dieser blöden Lage, wenn du auf mich gehört hättest, statt auf den kleinen Schafzahn. Warum sollte ich das tun? Chomper ist zwar ein Schafzahn, aber er ist mein Freund. Littlefoot? Und er ist viel netter als du, denn du denkst immer nur an das, was du möchtest. Littlefoot, das Ei! Huh? Hinterher! Wir treffen uns beide unten! Das Ei darf nicht zerbrechen! Uns die Eier zureichen und wir geben sie dann an Ducky weiter. Ja, ich kann doch das Ei nicht allein tragen, oder? Na also, wir haben es fast geschafft. Also die Höhle, von der ich euch erzählt habe, die liegt direkt hinter der Weide. Oh nein, nicht die schon wieder. Die gibt wohl nie auf. Oh, sie liebt ihre Eier. Oh ja, das tut sie. Genug gequatscht. Lauf! Wir sind da. Kommt alle her. Hier wird sie uns nicht entdecken. Interessanter. Weg hier! Oh.
drin waren ja wirklich Nestlinge. Und sie gar nicht sehr gruselig. Das sind die meisten Babys nicht. Oh. Jetzt sind sie bei ihrer Mami. Ja, das sind sie, das sind sie. Vielleicht haben wir doch das Richtige getan. Ja, jetzt muss sich niemand bei uns im großen Tal ihretwegen Sorgen machen. Japp, japp, japp. Auf Abenteuerreise gehen. War wunderschön, ganz wunderschön. Wir haben's geschafft, denn endlich sind die Schafzahneier hier. Jetzt sind die Kleinen ausgeschlüpft. Das Herz im Leib vor Freude hüpft. Vergesst nicht, was sie essen wollen. Jetzt lasst uns gehen. Wir haben's geschafft, ja wieder mal. Und wir beschützt das große Tal. Das war doch klar. Wie wunderbar. Das Abenteuer war zwar schön, doch jetzt muss es zu Ende gehen. Die Schafzahneier sind nicht mehr da. Das Abenteuer ist vorbei. Oh ja. Und jetzt geht es ins große Tal. Danke für eure Hilfe, Jungs. Gern geschehen. Ja, oh, na klar. Ich hätte nie gedacht, dass wir mal miteinander Spaß haben. Ich auch nicht. Heute der Tag! Endlich ist ihm gekommen! Ja! Petri ist ja völlig aus dem Häuschen. Wo fliegt er denn hin? Kann mir vielleicht mal jemand sagen, wo wir hingehen? Oh nein! Oh nein! Nein! Halt durch, Petri! Wir kommen! Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer lebt man hier. Oh. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Alles in Ordnung? Nein, hier alles verwüstet. Na und? Wieso ist das so schlimm? Du wohl vergessen. Heute große helle Scheibe Dankfest. Ach das. Ist es etwa schon wieder so weit? Ganz tolle Zeit. Muss aufräumen. Wisst ihr, eigentlich weiß ich gar nichts über dieses große helle Scheibe-Dankfest. Du nicht weißt? Sie nicht weißt? Also ich kenne das auch nicht. Ich werde euch alles erzählen, was ihr wissen müsst. Geht schnell zurück zu euren Schlafplätzen, bevor Petri euch den ganzen Tag schuften lässt. Muss schuften. Große helle Scheibe braucht Dankfest, weil sie viele Tage so lang und schön gescheint hat. Alles klar, Petri. Du kannst deine Zeit ja mit diesem Fest verplempern, aber ich gehe schön zurück zu meinem warmen Schlafplatz. Oh, Zera, richtig. Mir braucht Hilfe. Für große Fest muss alles blitzeblank sein. Gehört zu dem Fest noch mehr als aufzuräumen und sauber zu machen? Oh ja. Wir pflücken viele leckere Früchten für alle und feiern ein rauschendes Fest. Das ist ein Haufen Arbeit.
Arbeit. Aber das ist es allemal wert. Jap, jap, jap. Außerdem, alle denkt darüber nach, was sie in die warme Zeit gelernt haben. Also Mia hat das gelernt. Ich weiß nur, was ich gelernt habe. Pass auf! Ich kann hüpfen wie ein Springelinger. Nachher wir alle zusammen haben riesengroßes Spaß. Aber erst, wir müssen kräftig aufräumen. Ich glaube, das große helle Scheibe-Dankfest wird mir sehr gefallen. Alle zusammen! Schiebe! Tera, uns braucht Hilfe! Na schön, na schön. Aber nur den einen Baumstamm. Mein Schlafplätzchen wird immer kälter und kälter. Da wird große helle Scheibe froh sein. Und wieso? Große helle Scheibe sieht fest. Wenn gut, dann auch scheint, wenn kalte Zeit kommt, dann nicht ganz so kalt. Die große helle Scheibe beobachtet uns? Ja, helle Scheibe beobachtet immer. Das ist doch gar nicht wahr. Und wenn der großen hellen Scheibe unser Fest nicht gefällt, heißt das, es wird dann ganz dunkel und eklig? Zumindest denkt Petri das. Aber das stimmt überhaupt nicht. Das ist doch nur eine Geschichte. Hab ich recht, Littlefoot? Hä? Naja, ich weiß nicht. Ich finde es schön, ein Fest zu feiern, wenn man für etwas dankbar ist. Vielleicht ist das für euch Spaß, also für mich ist das nichts weiter als ein Haufen Arbeit ohne besonderen Grund. Sind wir jetzt mit dem Baum fertig? Mir nicht fertig. Mir schieben Baum zu schnelles Wasser für große helle Scheibe. Na dann los! Packen wir es auf! Ja, ja, ja. Schön, dass ihr heute schon so früh bei der Arbeit seid. Wir haben heute noch eine Menge zu tun. Aber ganz bestimmt nicht alle. Ein perfekter Tag für ein Fest, nicht wahr? Ja, das kann man wohl sagen. Stimmt was nicht, Cera? Warum kümmert sich ein Erwachsener wie Sie um die große helle Scheibe? Es ist nichts falsch daran, dankbar zu sein, Cera. Mir sehr dankbar. Ja, klar. Ich bin dankbar, dass ich mit der schweren Baumstammschlepperei fertig bin. Ich muss lernen, was ich in der letzten warmen Zeit gelernt habe. Ich weiß, was ich gelernt habe. Jap, jap, jap. Was immer Ducky auch gelernt hat, es ist unter Wasser. Sie kann ganz schön tief runtertauchen. Vielleicht versucht sie, unter Wasser Grünzeug für das Fest zu finden. Es gibt unter Wasser grünes Futter? Ja, aber um es zu kriegen, muss man lange seinen Atem anhalten. Luftblasen! Hurra! Das geschafft! Ich habe ganz, ganz viel geübt seit dem letzten große helle Scheibe-Dankfest. Ja, das hab ich, ja, das hab ich. Das war ganz schön beeindruckend, Ducky. Also ich habe mehr gelernt als ihr alle zusammen. Ich habe gelernt, Was du gelernt, Cera, sag uns und große helle Scheibe auch. Ach, vergesst es. Was sollen wir vergessen? Vergesst einfach alles. Ich habe die Nase voll von eurer großen hellen Scheibe. Wieso denn? Magst du die helle Scheibe etwa nicht? Na klar mag ich sie. Ich finde nur nicht, dass wir ein Dankbarkeitsfest dafür feiern müssen, dass sie da ist. Was kommt als nächstes? Muss ich den Bäumen und Felsen auch dafür dankbar sein, dass sie da sind? Na ja, wenn du möchtest. Jap, jap, jap. Ich möchte aber nicht. Klar, die große helle Scheibe ist nur sowas wie ein Ball am Himmel. Sie kommt und geht und macht, dass es warm wird, so wie immer. Das muss man nicht extra feiern.
Ich finde, jeder hat ein Recht auf seine Meinung über das Dankfest für die große helle Scheibe, Zera. Dann verplempert doch euren Tag, wenn ihr wollt. Ich werde euch jedenfalls nicht helfen und ich werde auch nicht mitfeiern. Klingt, als würdest du das nicht für einen guten Morgen halten. Wo sind denn Tria und Tricia? Oh, die sind unterwegs. Wegen diesem große helle Scheibe-Fest-Quatsch. Ach, du hältst das auch für Quatsch, Papsi? Das glaube ich nämlich auch. Natürlich tust du das. Du bist ein Dreihorn, so wie ich. Nur was du siehst, das kann auch sein. Alles andere ist nur Schein. Ein Baum, ein Stein, ein Stein. Was man nicht sieht, kann auch nicht sein. Das, was es gibt, ist das, was man sieht. Das andere ist doch verrückt. Weil es das nicht gibt. Überhaupt nicht gibt. Die Welt ist flach aus gutem Grund. Der Himmel über uns ist rund. Und während wir hier unten stehen, ist die helle Scheibe am Drehen. Das, was es gibt, was es wirklich gibt, ist das, was man sieht. Nur das, was man sieht. Alles andere ist verrückt. Ist total verrückt. Weil es nur das gibt, was man wirklich sieht, was auch geschieht. Ich glaube, Spikey weiß, was er zu machen hat. Japp, japp, japp. Das sehr gut, Spikey. Und was machst du? Kannst du mir sagen, was er vorhat? Ach, jeder wird von dem Baumteil bei unserem Fest begeistert sein. Japp, japp, japp. Immer langsam mit den jungen Dinos. Ich glaube, helle Scheibe, sehr stolz auf dich. Alles klar, dann wollen wir uns mal wieder an die Arbeit machen. Aber Littlefoot, hast du inzwischen gar nichts gelernt? Ob ich irgendwas gelernt habe? Klar habe ich das. Passt mal auf. Hey, du klingst ja wie Spike. Und ich bin beinahe so stark wie er. Naja, aber auch nur beinahe. Hier. Wir feiern unser eigenes Fest, während die anderen sich mit diesem große helle Scheibe-Unsinn beschäftigen. Hallo Tapsi, hallo Zera. Oh, ist das für die Feierlichkeit? Nein, das ist nur für uns. Was soll denn das heißen? Weißt du, ich glaube, dieser ganze Feierlichkeitsquatsch ist völliger Unsinn. Aber alle anderen im großen Tal sind da ganz anderer Meinung. Meine Zera nicht. Richtig, Zera? Genau, Papsi. Tricia und ich hatten jedenfalls viel Spaß. Wir haben den anderen beim Aufräumen geholfen und Tricia hat ihr erstes süßes Baumteil gefunden. Hörst du mir überhaupt zu? Was? Selbstverständlich höre ich dir zu. Ihr seid damit beschäftigt, für etwas dankbar zu sein, für das man gar nicht dankbar sein muss. Na schön, falls du deine Meinung änderst, Tricia und ich sammeln jetzt ein paar süße Wurzeln für die Feierlichkeit. Nein, danke. Ich bleib lieber hier bei meinem Papsi. Wow.
Papsi, glaubst du, dass Tria und Tricia verrückt sind? Nein, natürlich nicht. Du machst dir viel zu viele Gedanken. Was nicht sein kann, das kann auch nicht sein. Und jetzt iss. Vielleicht habe ich gelernt, dass die schlecht schmeckenden Baumteile auch gut schmecken können. Nein, das habe ich noch nicht gelernt. Keine Sorge nicht, Ruby. Die große helle Scheibe, sehr geduldig. Papsi? Was ist denn schon wieder? Weißt du noch, wie Tria mich und meine Freunde zum Matschepampe-Pool geführt hat? Ja, und? Zuerst wollte ich da nicht reingehen, aber als ich dann drin war, da war's irgendwie toll. Naja, jetzt bereiten meine Freunde alles für die große Feier vor und... Wäre es denn wirklich so schlimm, wenn wir ihnen dabei helfen? Ich meine, nur ein kleines bisschen. Von mir aus. Wir können ja mal zu ihnen rüberschlendern und sehen, wie sie ohne uns zurechtgekommen sind. Dankeschön, Papsi. Jetzt sieht es hier schon viel hübscherer aus. Japp, japp, japp. Japp. Jetzt ist alles für die große Feier vorbereitet. Hey, gehört das da oben etwa auch zur Feier? Also mir glaubt nicht. Was war denn das? Ein Feuerfelsen. Schnell, Zera! Oh nein! Wir müssen das Feuer löschen, bevor es sich ausbreitet! Littlefoot, ist große helle Scheibe böse? Nein, Petri. Wir kennen doch alle den rauchenden Berg. Und manchmal spuckt er eben Feuer. Das heißt nicht, dass die große helle Scheibe böse ist. Das heißt nur, dass wir dieses Feuer allein bekämpfen müssen, solange keine Hilfe eintrifft. Spikey, du gräbst, wie du vorhin schon mal gegraben hast. Chomper, mit deinen Füßen schleuderst du dann die Erde in das Feuer. Alles klar! Geklappt. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, um Wasser raufzuschütten. Wie wär's denn mit nassen Baumsternen? Das könnte klappen. Oh, ich glaube, ich kann jetzt besser rennen, als ich vorher rennen konnte. Das heißt, dann ist Rennen das, was ich jetzt besser kann. Jawohl. Mir wusste, sie findet heraus. Ducky, du holst jetzt alle nassen Baumsterne aus dem Wasser. Das mache ich. Ja, das mache ich. Und Petri, ich möchte, dass du diese nassen Baumsterne nimmst, über das Feuer fliegst und sie darüber fallen lässt. Was? Über Feuer fliegen? Hey, du kannst das. Für die große helle Scheibe. Na gut, für große helle Scheibe. Was machst du denn hier, hä? Ich helfe euch! Schnell! Das
Das Feuer ist noch nicht gelöscht. Vater Dreihorn, Sie sind auch hier? Natürlich bin ich hier. Ich bin hier, um euch zu helfen. Wir brauchen noch mehr nasse Baumsterne. Ich werfe sie dann ins Feuer. Hier, noch mehr Baumsterne! Große Fest kaputt gemacht. Das Feuer frisst unser Essen, sodass wir es nicht mehr essen können. Wir brauchen mehr Hilfe. Die bekommen wir gerade. Seht doch mal. Gefrorenes Himmelswasser. Oh, das ist wunderschön. Seht doch, das Feuer geht aus. Das tut es, ja, das tut es. Gefrorene Himmelswasser rettet große helle Scheibe Dankfest. Noch ist das Feuer nicht ganz aus, Petri. Das wird es auch nicht, wenn wir nur Löcher in die Luft starren. An die Arbeit. Genau, Papsi. Scheibe, ganz wunderschön. Ja, das ist sie wirklich. Vielleicht habe ich gelernt, dass es gut ist, etwas zu feiern. Jedenfalls ab und zu. Du hast recht, Sarah. Das ist gar nicht so schlecht, nicht wahr? Ich weiß, dass du nicht viel von Feierlichkeiten hältst, Tapsi. Aber ich bin froh, dass du hier bist. Ich auch. Tja, und ich erst. Ich froh, dass alle hier sind. Ich ganz doll glücklich, alle Freunde bei mir sind. Die große helle Scheibe scheint ganz tief in. Schuftet, das war ganz schön schwer. Alle sind da.